Hallo, heute mache ich Pappardelle mit Gemüse und Bolognese. Dazu brauche ich 1 Kilo Tomaten, zwei rote Zwiebeln, zwei Knoblauchzehen, Olivenöl, 500 Gramm Hackfleisch. Ich habe Rinderhackfleisch, ihr könnt aber auch gern gemischtes nehmen, wenn euch das zu trocken wird. Dann brauche ich einen halben Teelöffel Zucker. Tomatenmarken-Esslöffel, ich habe einen guten Esslöffel genommen, weil es schmeckt. Zwei Lorbeerblätter, die sind hier vergraben. Rinderfond, dann brauche ich noch eine Aubergine, zwei Zucchini, 400 Gramm braune Champignons habe ich, zwei Rosmarinzweige. Dann habe ich unsere Nudeln, das sind Pappardelle. Die sind so ein bisschen breiter und rau, dass sie die Soße nachher gut aufnehmen. Dann habe ich hier noch ein bisschen Petersilie aus dem Garten. Ich habe nur so ein bisschen, weil es so garniert werden soll nur. Dann brauche ich Balsamico-Essig, da habe ich weißen, 2 Esslöffel. Und zum guten Schluss, oh, hier ist es, Salz und Pfeffer. Ich werde jetzt als erstes die Tomaten im heißen Wasser und schälen und dann schneiden. Okay. Um die Tomaten zu schälen, mache ich jetzt erstmal den grünen Schnudel ab. Dann nehme ich den Strunk raus und übergieße sie mit kochendem Wasser. Das bleibt dann 2 Minuten, dann pellt sich das ab und dann lässt sich das gut schälen. Ich übergieße die Tomaten jetzt mit dem kochenden Wasser und so circa 2 Minuten bleiben sie in dem heißen Wasser. Da sieht man dann schon, wie die Haut so ein bisschen aufplatzt. Anschließend kommt sie hier ins kalte Wasser. Ich mache da gleich noch Eiswürfel dazu und dann werden sie geschält. Wie ihr seht, habe ich hier die Eiswürfelchen drin. Dann zeige ich euch mal so eine Tomate. Guckt, die ist hier so aufgeplatzt und da kann man sie dann auch gut schälen. So, von heiß in kalt. Na, wenn das keine gute Durchblutung gibt. So sieht es aus, diese aufgeplatzten Teile, und dann ziehe ich das einfach so ab. Es geht perfekt. Fertig, das war's schon. Nur hier noch ein kleines Stück mehr. So, die Tomaten sind jetzt gehäutet. Ich werde sie jetzt grob würfeln und in meine Schüssel geben. So, noch einmal hier. Fertig ist es. Die Zwiebeln sind erstmal geschält. Einmal mache ich Würfelchen und einmal mache ich so schmale Ringelchen. Okay, ich habe die Zucchini gewaschen. Ich habe sie so geschnitten und schneide sie nochmal in der Mitte durch. Und dann mache ich so schmale. Upsa, spring ins Feld. Okay. So, jetzt wird die Zucchini vorbereitet. Die teile ich einmal in der Mitte. Und dann schneide ich auch solche Ringe. Bei meinen Champignons das Stielende abgeschnitten. Und jetzt mache ich einfach, wenn so ein bisschen Erde dran ist, mit dem Papiertuch. Ihr wisst ja alle, das habt ihr schon häufig gehört, man darf die Champignons nicht ins Wasser legen, sonst saugen die sich voll Wasser. Und deshalb wird es nur so ein bisschen abgeputzt. So, die Champignons sind jetzt geputzt. Ich schneide sie in so Ringe. 400 Gramm. So sieht es aus. So, ich brate jetzt das Hackfleisch an. Also das Hackfleisch krümelig braten. Ich habe vergessen zu sagen, in meiner Pfanne ist Olivenöl zum Anbraten von dem Hackfleisch. Das Hackfleisch ist jetzt krümelig gebraten. Ich mache die Zwiebelwürfel dazu und den Knoblauch
und das Ganze wird glasig gedünstet. Diese sind jetzt glasig gedünstet. Jetzt mache ich den Zucker dazu. Und was ist denn das Tomatenmark? Es wird so ein bisschen angeröstet mit. Ups, kleckern. So, das ist jetzt alles angeröstet. Jetzt kommt der Rinderfond rein. Die Tomaten. Und die Lorbeerblätter. Dann wird das Ganze mit Salz und Pfeffer gewürzt. Einmal aufkochen lassen und dann muss es bei kleiner Hitze eine Stunde köcheln. So, hier sind die Lorbeerblätter hinein. So, ihr Lieben, ich werde jetzt die die Aubergine erst anbraten. Das Öl ist noch nicht heiß genug. Bisschen blubbert schon, wie ihr seht. Noch kurz warten. So, okay. Als erstes brate ich die Zucchini an, so circa 4 Minuten. Sind jetzt angebraten. Jetzt kommen die Zucchini dazu. Die werden jetzt auch angebraten. Die Zucchini sind jetzt auch drin, aber ich habe noch die 400 Gramm Pilze und Zwiebel. Und ich werde jetzt den Wok nehmen, weil das ist einfach zu klein. Ich habe mich da verschätzt. So, ihr Lieben, ich habe die Pfanne gewechselt, weil ich hier in dem Wok mehr Platz habe. Jetzt kommen die Champignons dazu. Wenn das etwas zusammengefallen ist, werde ich es mit Salz und Pfeffer würzen. Ich muss das Ganze 10 Minuten kochen und dann kommen die Rosmarinzweige rein. Das Gemüse ist soweit fertig. Ich hole jetzt den Rosmarin raus. Werde das Ganze mit Salz und Pfeffer würzen. Und dann kommt der Balsamico drüber. Es duftet herrlich. Der Essig drüber. Perfekt, jetzt kann ich anrichten. So, das sind die Pappardelle mit der Hackfleischsoße. Jetzt mache ich noch das Gemüse oben drauf.
das ist unser Teller. Wo habe ich denn jetzt die Petersilie hin? Hilfe! So sieht unser lecker Teller aus. Ich wünsche euch einen guten Appetit. Ich hoffe, euch hat der Beitrag gefallen. Ich wünsche mir, dass ihr uns abonniert oder uns liked oder einen Daumen nach oben. Und ich hoffe, ihr habt viel Freude, das nachzukochen. Thank you.